So, wir gehen spontan Alpakas gucken. Hier gibt es unten so einen Alpaka-Park. Aber die Gegend an sich ist so geil. Hier vorne die Rodelbahn, die ist ja auch Hammer. Die müssen wir auch mal mitmachen hier. Boah, die Berge so drumherum, das ist geil. So ein Stück dahinter sind auch ein paar Berge mit Schnee. Der liegt immer noch, obwohl wir ja jetzt hier gerade heute nicht, aber sonst hatten wir hier über 30 Grad täglich. Und jetzt wird es ein bisschen kühler. Jetzt haben wir unten auch schon 29, 30 Grad. Es war die ganze Zeit schon fast 2 Monate zwischen 30 und 38 Grad. Deswegen sage ich, es ist jetzt kühl geworden. Und hier in den Bergen ist es sowieso ein paar Grad kälter. So, da unten sind die Alpakas, die sehe ich schon. Die Kinder freuen sich schon. Die rennt schon vor, weil die es nicht mehr aushalten kann. Und das ist meine Wenigkeit. Wir haben gedacht, wir werden abgeholt. Man hat gesagt, ja, hier ist die Haltestelle, bleib einfach mal stehen. Und dann bleiben wir stehen und es kommt keiner. Dann haben wir angerufen, dann sagt man uns, ja, aber 18.30 Uhr ist die letzte Führung. Und ja, da haben wir gedacht, komm, wir laufen. Das ist nur 1 Kilometer. Meine Friese sieht auch nicht mehr so cool aus hier. Weil der Sohn gerade bei mir auf dem Kopf gesessen hat. Was macht man nicht alles für die Kinder? Er stinkt auf jeden Fall schon mächtig nach Mist. Also, in dem Sinne. Wunderschön hier. Ja.